Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Hingucker, diesmal aus Weimar. Das da hinten ist das Weimar Atrium und das ist eines der merkwürdigsten Einkaufszentren in Deutschland. Dazu sage ich vielleicht später noch was. Und das, was man drumherum sieht, das ist lupenreine Nazi-Architektur. Um 2010 rum, ein bisschen farbig verputzt, damit es nicht ganz so hitlerisch aussieht, aber das ist tatsächlich lupenreine Nazi-Architektur, einer der größten erhaltenen Gebäudekomplexe aus dieser Zeit. Grundstein gelegt 1937, am 1. Mai 1937 von Rudolf Hess. Da ein monumentaler Glockenturm gehört auch dazu. Und ich möchte in dem heutigen Video vor allem zeigen, dass sozusagen der Markenkern von Weimar, wie es sich heutzutage darstellt, wenn man so durchläuft, tatsächlich im Zusammenspiel verschiedener Bauepochen miteinander besteht. Und zwar insbesondere in einer bestimmten Herangehensweise, die viel mit den 90er Jahren zu tun hat. Und das wird im Laufe des Videos auch noch klarer werden. Wir gehen jetzt um einen Flügel des Gauforums herum. Hier nochmal einen Blick zurück. Der graue Neubau, den man da hinten sieht, der ist nagelneu, das ist das Bauhausmuseum. Und das ist ein hochumstrittener Bau. Also es gibt im Prinzip nichts an dem Gebäude, was nicht komplett kontrovers ist. Und wir schauen uns den jetzt ein bisschen aus der Nähe an. Da links kann man auch ein monumentaleres Gebäude sehen, damit beschäftigen wir uns nachher noch ein bisschen. Der kleine Bau da an der Ecke gehört auch noch dazu. Da kann man sich auch fragen, aus welchem Zeitalter ist das eigentlich? Aber jetzt erstmal Bauhausmuseum. Eine große Schachtel. Mit dem Innenraum will ich mich hier nicht beschäftigen, ich war ja auch nicht drin. Eine große Schachtel und da steht oben in den Beton eingelassen rund um Bauhausmuseum, Bauhausmuseum, Bauhausmuseum. Und schon, dass das Gebäude überhaupt diese Fassade hat, war hoch umstritten. Es war längere Zeit davon die Rede, da sollte eigentlich eine Glasfassade drumherum gewickelt werden. Dazu ist es dann aber nicht gekommen und dazu, warum das so ist, gibt es mehrere Versionen. Jetzt gehen wir hier nochmal an dem Gauforum lang. Da sieht man, da gibt es unten lange dunkle Kolonnaden. Übrigens der Bau da im Hintergrund, die Neuapostolische Kirche, hat auch eben einen Preis gewonnen. Und hier gehen wir nochmal um das Museum weiter rum. Man sieht, in diese Betonfassade sind so unterschiedliche Öffnungen eingeschnitten, mit relativ schlichten, unterschiedlich tiefen Betonrahmen drumherum. Die ganze Umfeldgestaltung war übrigens sehr aufwendig. Ich zeige hier mal so ein bisschen verschiedene Bodenbeläge. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ja, hier nochmal das Gauforum. Rückseite und die Fassade des Bauhausmuseums. Besonders das Sims, das sich oben ringsherum zieht an der Kante, war umstritten, weil man das nämlich so als Signal sehen kann dafür, das hier ist klassizistisch, das soll an diese Nazi-Architektur sozusagen andocken. Und hier das Gebäude am Ende dieses Parks, auf das wir gerade schauen, das ist das, was ich vorhin auch gezeigt hatte, als wir zum Museum eingebogen sind. Da liegt dieses Wasserbecken davor. Es ist eine große Halle, die mit diesen beiden Flügeln, die am Ende so halbrund abschließen, auch das Ende dieses Parks so ein bisschen einfasst. Und das ist die sogenannte Neue Weimarer Halle. Und das ist extrem spannend, dass genau dieses Gebäude so dasteht und da wird relativ wenig drüber geredet, aber das ist tatsächlich, finde ich, für Weimar eine absolut typische und prägende Sache, dass nämlich hier in den 90er Jahren, auch als Ersatz für etwas, was früher schon mal da war, nämlich die alte Weimarer Halle, die ich glaube von 1927 war, dass etwas relativ Großes in einer konservativen, aber nicht anbiedernden Formensprache entstanden ist. Um sozusagen nicht anzuecken.
irgendwie gleichzeitig den Bezug zur Vergangenheit herzustellen und aber sozusagen bei alledem modern genug zu sein, um sich nicht abstempeln lassen zu müssen als irgendwie reaktionär oder bieder. So, jetzt verlassen wir den Park wieder und gehen zurück Richtung Stadtmitte. Die Weimar Halle ist übrigens heutzutage ein Kongresszentrum, da ist der größte Saal Weimars drin. Da habe ich Anfang 2016 oder 17, glaube ich, Beethoven-Symphonie gehört. Da hinten ist das Stadtmuseum in einem historischen Bau. So, und jetzt sind wir mitten in der Stadt. Diese Uhr ist übrigens, soweit ich weiß, noch aus DDR-Zeiten. Und hier kann man so neckische Gebäude aus dem 19. Jahrhundert sehen, alles Mögliche. So stellt man sich, glaube ich, wenn man nicht an Fachwerk denkt, eigentlich eine deutsche historische Innenstadt vor. Und bei der Stadtsanierung hat man zum Beispiel mit diesen historischen Lampen und verschiedenen anderen Elementen natürlich auch versucht, diesen historischen Eindruck ein bisschen zu verstärken und zu erhalten. Und was wir da sehen, das war über viele Jahre hinweg eine Ruine. Und das ist, glaube ich, auch relativ typisch für Dinge, die in Deutschland gerade passieren und auch irgendwie passend zu Weimar. Da wird nämlich die Fassade eines historischen Gebäudes, das schon ziemlich gebröckelt ist in den letzten Jahrzehnten, so weit wie möglich gerettet und rekonstruiert, aber wirklich nur die Außenhülle und auch nicht auf der vollen Länge, sondern sozusagen nur in den Abschnitten, die irgendwie noch brauchbar sind. Dahinter ist dann schon eine Betonwand hochgezogen, da gibt es schon Innenleben, da wird ein Boutique-Hotel draus. Und da kann man schon sehen, also da kann man jetzt schon absehen, das werden viele Leute ganz toll finden und viele wahrscheinlich ganz furchtbar. Man kann diese Aufgabe, ältere Gebäude zu erhalten und dabei Neubau zu ermöglichen, auf unterschiedliche Art und Weise lösen. Da sieht man eine Ecke vom Schiller-Kaufhaus. Schiller ist ja überall in Weimar. Wir blicken noch mal ein bisschen auf den Bau, der da in Rekonstruktion ist. Da kann man sehen, dass das teilweise Tabula rasa ist und dass da Bauelemente ergänzt werden müssen. Dieses Schiller-Kaufhaus, das ist ein Riesenobjekt, das aus mehreren Altbauteilen, also mehreren sanierten Altbauten besteht und aus Neubauteilen und die sind da sehr genau voneinander abgegrenzt und da kann man gleich auch ein Stückchen davon sehen. Da hinten hinter den Bäumen, ja genau, da, das ist der Neubauteil vom Schiller-Kaufhaus. Der ist sichtlich modern gehalten zur Abgrenzung. Hier auch noch was Spannendes. Das müsste Schillers Wohnhaus sein, da links. Da gehen wir mal in diese Querstraße rein. Dieses Gebäude da an der Ecke, das so ein bisschen aussieht wie irgendwas, was in jeder westdeutschen Innenstadt zwischen 1988 und 1998 entstanden sein könnte. Das ist einer der ganz wenigen postmodernen Bauten der DDR. Das ist nämlich tatsächlich noch vor der Wende entstanden und ist eine große Rarität. Das, worauf wir da zulaufen, auf der anderen Straßenseite, so sehen viele Neubauten aus, bodentiefe Fenster, Dachgauben, so ein bisschen konservative Formensprache. Das hier ist ein bisschen älter, mehr so 90er Jahre. Aber im Prinzip selbe Idee. Was da ganz interessant ist, das wisst ihr vielleicht noch nicht, aber habt euch schon drüber gewundert. Man kann in der Fassade so lustige helle Flecken sehen, so unregelmäßig verteilte. Das sind die Stellen, an denen die Wärmedämmung festgedübelt ist. Und bei älteren Wärmedämmverbundsystemen, da wird es an den Dübeln geringfügig kälter oder wärmer an der Außenhülle als bei anderen Fassaden und da wachsen die Algen anders und deswegen
diese bleichen Flecken. Jetzt sind wir auf dem Marktplatz und da gehen wir auf die Touristinformation zu, die eine fantastische historische Fassade hat. Man würde vermuten, so Spätgotik. Und das ist auch Weimar und das ist noch Vorwendezeit und das ist spektakulär, finde ich. Da kann man sehen, an diesen Betonsteinen an der Seite und überhaupt an der ganzen Geschichte, das ist ein Neubau aus den, ich würde vermuten, 50er, 60er Jahren, der mit dieser historischen Fassade verblendet ist. Das ist sozusagen der Albtraum der Moderne. Das ist ein Gebäude, das wirklich nichts als Kulisse ist. Ist auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich gehe da jetzt mal dran vorbei. Das ist die Rückfassade. Da guckt man aufs Schloss. Da wieder so Gebäude in so einer konservativ-modernen Architektursprache. Ich gehe mal kurz um die Ecke, nur um euch was Lustiges zu zeigen. Moment. Da am Weimarer Schloss, oder Schlossmuseum ist das, glaube ich, ja, diese herrlichen Löwen, die völlig unbedrohlich aussehen, sondern einfach nur verpennt. Als Katzenhalter finde ich das auch wirklich hervorragend. Also ich liebe diese Löwen. Okay, da hinten ist, glaube ich, das Staatsarchiv. Das ist auch ein Museum. Ich muss zugeben, ich kenne mich in Weimar, obwohl ich da relativ viel an der Uni gemacht habe. Immer noch nicht so gut aus, wie ich es gerne würde. Übrigens auch interessant, hier diese große steinerne Halbkugel da, um zu verhindern, dass irgendwelche Autos da über die Spitze des Gehwegs gondeln. Autos stellen sich ja in unseren Städten einfach überall hin, wo es nicht mechanisch verhindert wird. Wir gehen einen Schleichweg und zwar hier über so einen, wie soll man das nennen, Innenhof oder, also das ist für ostdeutsche Städte eine häufige Sache, so als Parkplatz genutzte Flächen, die irgendwann mal bebaut werden. Da hinten diese Brüstungen von diesem Neubau, da finde ich übrigens ziemlich lustig. Also, hier werden auch irgendwann mal Gebäude stehen, ist zu vermuten. Und jetzt gehen wir durch Richtung Herderkirche. Und direkt angrenzend an eines der historischen Gebäude an diesem sehr historischen Ort kann man sehen, dieses kleine graue Gebäude, das direkt vor uns liegt jetzt. Da gehen wir auch gleich nochmal näher ran. Das ist auch so ein Bau, der sich um mehrere Altbauten quasi herumlegt und so einen Block auffüllt. Und das ist so ein Kirchengemeindezentrum. Das ist in einer Formsprache gestaltet, die man in den letzten Jahren sehr häufig sieht. Ein Pionier davon war David Chipperfield, der in Berlin sehr prägende Bauten errichtet hat. Und wir gehen da auf einen zweiten Gebäudeteil zu, typisch diese asymmetrisch angeordneten großen Öffnungen. Also ein Gebäude, das sich nicht nach vorne spielt, sondern das sehr schlicht und zurückhaltend ist, aber auch eben überhaupt nicht sich irgendwie anbiedert. Da kann man ein bisschen in den Innenhof gucken.
dann nochmal ein Detail. Schicke historische Volkshochschule, zwei Häuschen weiter. Und was man hier sieht mit diesem prominenten hölzernen Dachgauben, das ist eine Wohnbebauung, die auch in so eine Lücke reingezimmert worden ist. Und das ist, finde ich, ein Premium-Beispiel für das, was ich meine. Eine Architektur, die nicht aneckt und die sich einfügt und die so ein bisschen versucht, mit dem Alten zu spielen und gleichzeitig eben nicht selbst so zu tun, als wäre sie alt. In Weimar gibt es viele architektonische Widersprüche und ungelöste Probleme. Und es gibt auch große Gesten vergangener Zeiten, zum Beispiel dieses große Hochhaus, das wurde sozusagen als Antwort auf das Gauforum gebaut, eine Landmarke, das höchste Gebäude Weimars, ein Studentenwohnheim. Und man hat sich auch dazu entschieden, wie man sieht, es zu sanieren und nicht etwa abzureißen. Also die Geste, mit der die DDR sich gegen die faschistische Architektur absetzen wollte, hat man erhalten. Und da drüben gehen wir wieder auf das Atrium zu, dieses unglaublich bizarre Gebilde, dessen Skelett übrigens, und das ist die Pointe bei der ganzen Sache, tatsächlich das Skelett der Halle der Volksgemeinschaft ist, deren Grundstein Rudolf Hess am 1. Mai 1937 gelegt hat. Nochmal ein kleiner Rückblick. Was man da links übrigens sehen kann, dieses ein bisschen cremefarbene Gebäude, das ist ein Beispiel dafür, wie man eher einfallslos diese Vermittlung zwischen Alt und Neu leisten kann. Das ist eigentlich ein stinknormales Wohngebäude mit bodentiefen Fenstern, das halt so ein bisschen Retro-Schnickschnack, schmiedeeiserne Brüstungen hat und in der Sockelzone ist der Putz so ein bisschen mit Linien versehen, damit das so ein bisschen wuchtig eben nach Sockel aussieht. Das ist, finde ich, nicht so wahnsinnig überzeugend. So, und da vorne kommen wir zurück zum Bauhausmuseum. Das dreieckige Gebäude da links gehört irgendwie noch zur Weimarhalle dazu. Der Quader da vorne ist übrigens, glaube ich, die Belüftung der Tiefgarage oder Notausgang oder so. Und jetzt haben wir es nochmal in seiner ganzen Pracht vor uns. Das 2010 bunt angemalte Gauforum. Und das ist Weimar. Das ist für mich das, was Weimar aktuell tatsächlich ausmacht. So eine große Anhäufung von Architektur, die in irgendeiner Weise versucht zu vermitteln. Und was ich finde, was dabei herauskommt, ist tatsächlich optisch ziemlich überzeugend. Aber die große Frage, ob das alles sozusagen der Geschichte angemessen ist, das kann man nicht allein an der Optik entscheiden.